Salut zusammen, wir wissen, heute sind die älteren Leute immer mehr allein. Wegen dem haben mehrere Altersheime entschieden, mit Schule oder Periskolär zu arbeiten. Und es scheint, dass alle viel daran zu gewinnen. Hier in Wörth sind Kinder vom Periskolär und Residenten vom Altersheim im selben Gebiet seit 2016. Wenn die Schule fertig ist, können die Kleinen wie nicht heim dürfen, ins Altersheim. C'est super chouette. On joue à des jeux, on s'amuse avec eux. Et t'es contente à chaque fois de les revoir? Oui. Mit dem Mäven voll wurde gespielt und gebastelt. Dank ihrer frohen Partnerschaft haben Kinder viel mehr Leute, wie auf sie aufpassen. Ah, sie sind ruhiger, wenn sie da sind und sie schantarst, schon schiert. Manche Residenten wie Jean-Paul möchten in dem Moment um kein Geld verrappeln. Und da sind Wärter nicht unbedingt notwendig. Jean-Paul ist immer da. Er hat es gerne, mit mehreren Leuten zu sein. Und er ist nicht allein. Ne? Unsere älteren Leute haben immer viel Blessure, wenn Kinder kommen. Und Kinder haben auch wahrlich Geduld mit ihnen. Und die älteren Leute haben auch viel Geduld mit den Kindern. Für die älteren Leute ist es auch ein Moment, wie die Vergangenheit aufwacht. Ich habe keine schöne Jugend gehabt. Der Papa früh verloren, immer Accident de Moto. Gell? Und dann ist der Krieg gekommen. Die Momente mit den Kindern, was dort für euch bedeutet? Ja, ich habe drei Jahre. Ich bin in Algerien gesehen. Noch habe ich sie nicht viel gesehen. Dann bin ich als Flieger genommen, dann bin ich heimgefahren und dann haben wir also ein bisschen gespielt. Und dann habe ich aber nicht wieder gehen. Jetzt bin ich schon da. C'est très, très bien. Man lacht, man hat sich gerne und man teilt Momente, wie jetzt soll da von den Kindern und den älteren Leuten rhythmieren tun. Die Kinder sind am Fähren oder um halb Mittag. Sind sie vorne an der und warten, bis das Kinder kommen, gerade für einen Busch zu fahren. Wenn es richtig klappt, können sie auch Projekte zusammen organisieren. Zum Beispiel hier in Mützig, wie Olivia Seiler und ihre Schüler etwas ganz Spezielles vorbereiten. Mit den Residenten vom EHPAD Marker. Geht es gut? Geht es gut? On a commencé fin septembre et depuis on se voit toutes les semaines. Moi, j'avais un petit peu peur au début parce qu'on emmène des élèves, voire des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout. Et en fait, ça se passe très, très bien. Ein zweisprachiges Konzert, an dem die Residenten vom Altersheim auch mitmachen. Es sind nur ein paar Schritte zwischen den Kindern und ihrem ersten Publikum. Sie waren jetzt Ferien. Wir haben sie jetzt so wie nicht gesehen. Dann sind wir froh gewesen, wie sie wieder herkommen. Wir haben ja gesehen, sie sind an den Fenstern und haben uns gewunken. Wir freuen uns immer, wenn Kinder kommen. Es ist ganz besonders. Es ist mehr Leben. Es ist ein bisschen Abwechslung. Ja, könnte wie sein. Unserem Singen tut sie heute fast ein Ausmaß gebasteln. Und wenn sie will, können sie auch miteinander Sport treiben. Sport mache ich auch, ja. Ich mache alles mit, was sie mir holen, mache ich mit. Die Zeit geht rum. Ob ich Sport mache, ist nicht. Ist richtig. Also, wenn die Kinder kommen, dann haben unsere Einwohner. Okay, rum die sie mehr? Okay, Lust verschlafen? Sie sind feiern wohl. Sie brauchen mich noch gar nicht. Nur sie sind mit diesen Kindern, die Bachelor oder machen Sport. Sie vergessen mich ganz und vergessen, dass sie im Altersheim sind. Der Fernand, Marlene und alle Residenten, die es noch kennen, waren also im Juni mit den Kindern für das große Konzert singen. Oh yeah. Happy. Marie Schalbert ist 10 Jahre alt, sie ist manchmal frisch und für sie ist das Leben ganz einfach.
Jess Marie. In welcher Klasse bist du denn? Im CM2. Ist schwach? Nein. Was machst du denn gerne, wenn du heim bist? Mit meiner Bruder und meiner Schwester spielen. Hast du einen Bruder, hast du gesagt? Ja. Ist er frech manchmal? Ja. Was macht er? Viele Dummheiten. Er ist nicht brav. Bist du frech oder frech? Ich bin frech. Mit wem bist du denn frech? Manchmal mit meiner Mutter. Bist du manchmal brav? Ja. Öfters? Ja. Was hast du denn letzten Sommer gemacht? Bist du fort vielleicht mit deiner Familie? Ja. Wie sind wir angegangen? In Toulon-les-Mémis. Wir sind in den Bergen gegangen. Was ist denn dein Lieblingsessen? Raclette. Raclette? Ja. Auch im Sommer? Ja. Tust du noch etwas anderes machen? Ich mache Musik. Ah bon, was für Musik? Ich mache Hautbois. Oh, ist das nicht schwer? Nein. Nein, einfach? Ja.